Die können wir auf eine Zusatzroute mit reinhauen. Oh, ihr wollt eigentlich auch Parfüm. Na hier, ne? Nimm, ihr kriegt jetzt auch Fußbälle. Gibt's auch. Demnächst. Guck, wer alles Parfüm haben will, ist ja unglaublich. Ihr auch Parfüm? Nö, ihr wollt Shampoo haben. Bäh. Shampoo gibt's nicht. Obwohl, warte mal. Was wollt ihr denn so? Was muss ich denn dafür machen für mein Shampoo? Ja, das ist das. Da müsste ich noch Kokosnuss vorbeiholen, aber dann fressen die schon wieder so viel Talg. Das ist ja ungezogen. Und ich müsste. Oh, nö. Über die Limonade können wir diskutieren. Oder kriegt er schon Limonade? Wie sieht's aus mit Limonade? Kriegt einer schon Limonade? Aus diesem Grund bin ich hier. Freie Bürger, Shampoo. die keine Angst vor der Wahrheit haben. Wollten die mal Limonade? Sehe ich das hier gerade? Bin ich blind? Das ist Shampoo. Da, Limonade. Ja, das wird uns mehr Geld bringen. Ja, das ist schön, dass es mehr Geld bringt. Die Frage ist aber, ist das jetzt wichtig? Müssen wir das haben? Das zählt als Chemiefabrik, ne? Ja. Ich meine, wir können eine aufstellen. Zucker und Zitrone müssten wir genug haben. Zucker, Zitrone. Haben wir tatsächlich alles auf die Insel gebracht. Auch nicht schlecht. Also, wir haben Dings und wir haben Bums. Wir könnten die beide verdoppeln, dann wäre das Ding voll. Und wir könnten damit die Anzahl der Schiffe etwas runterschrauben. Ich würde sagen, so 6 Schiffe müssten dann reichen. Habe ich dann aber auch wirklich nichts vergessen? Ist noch irgendetwas in der neuen Welt, was wir unbedingt brauchen? Film wird geliefert. Wir haben das. Das kommt auch noch eine Zusatzroute mit hin. Dings und Dangs können wir auch erstmal nichts machen. Wir haben zurzeit genug Motoren. Du bist gerade abgefackelt, das ist okay. Parfüm läuft wirklich sehr, sehr gut. Hat sich wirklich zum Hauptverband hier gemacht. Das ist der Wahnsinn. Hier ist kein Platz mehr. Kautschuk. Wir wechseln jetzt komplett auf Mais hier. Komplett auf Mais gewechselt. Mal gucken, ob wir jetzt genügend Mais haben. Ist ja der Wahnsinn. Zur Not geht natürlich Mais hier noch hin. Warum nicht? Da ist noch Platz. Und wir werden alles, was in dem Bereich der Hacienda irgendwie steht, noch irgendwie unterbringen. Und wenn wir hier auf diese Abteilung das noch abreißen und hier noch eine Farm hinstellen, da geht nichts. Ja. Wir müssen gucken, wie wir das hier ordentlich sortiert kriegen. Die Baumwolle werden wir wahrscheinlich nochmal komplett aufreißen. Das können wir eigentlich auch jetzt machen. Warum will ich das unbedingt? Ganz einfach, weil wir hier so viel Platz und Know-how haben, dass ich hier überlege, ne, diesen Platz hier oben müssen wir einfach nutzen. Das ist einfach, das ist Fakt. Ja, also etwa wir bauen hier noch irgendwas hin, damit der Platz genutzt wird, oder damit wir hier jetzt diesen Platz noch kriegen, brauchen wir ja nicht viel. Wir brauchen ja wirklich nicht viel. Aber wir können es auch ab hier nehmen. Je nachdem, wie wir gerade lustig sind. Und nehmen den erstmal ja bis hier und schauen mal, wie viel da oben jetzt weggeht. Zumindest erstmal eine ganze Ecke. Also viel Baumwolle brauchen wir nicht. Ja, gutes, gut abgefangen. Wunderbar. Jetzt können wir überlegen, ob wir es außen oder innen machen. Ist vom Prinzip her eigentlich egal. Ja, weil es steht hier bloß einer. Ja, darauf kann man auch noch achten. Ja, wenn wir die Straße hier außen lang bauen und hier würden jetzt ganz viele Dinger stehen, macht schon Sinn, dass die Straße außen verläuft. Aber hier ist es erstmal piep, egal. Es geht darum, weil das hier so ein Checkpoint ist, da ist schon ganz gut, wenn da die Lagerhäuser überall dran stehen. Und dann schauen wir mal, wie wir das noch so verteilt kriegen. Der Dünger wird von da geliefert. Von da kommen auch die Fußbälle. Von denen brauchen wir nicht viele. Da sind auch genug Schiffe auf der Route. Alles klar. Gut eingeteilt. Habe ich noch irgendwas vergessen? Irgendwas. Irgendwas. Die Roller sind Zusatz. Deswegen zählen die nicht mit rein. Filzpantoffeln werden geliefert. Kriegen wir alles.
Das andere wird nochmal getauscht gemacht und getan. Da kommt es nämlich darauf an, wir müssen hier noch Kohle herliefern und das sind nicht gesehen. Das sind nochmal die kompletten Lieferrouten. Das hier, ah ja, Salpeter könnte man. Ja, wo ist jetzt der Salpeter? Da können wir einen Mindestbestand einführen. Müssen wir aber nicht. Ich meine, wir brauchen, ne? Das ist gar nichts. Was der verbraucht, was wir produzieren, ist der Hammer. Wie sieht's aus mit der Tabakabteilung? Oft noch drüber gesprochen, ob es da gut aussieht. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Wenn wir ihn suchen, ist er nicht da. Gut. Könnten theoretisch, es ist noch Platz. Einer würde hier noch ganz ohne Mühe, würde der hier noch Der hinpassen. Vorhang ist gefallen. Mal sehen, ob wir profitabel waren. Wenn wir das so ein bisschen cleverer aufstellen, können wir da auch noch so einiges mitreißen. Frage ist natürlich, ob wir da das Holz wirklich nehmen wollen, die Verarbeitung oder nicht. Wie viele Bretter brauchen wir? Wie sieht's denn aus? Minus 3. Es wäre also doch schon, als würde sich geziemen, wenn wir da noch uns einen reinholen. Wenigstens einer. Der könnte hier auf der Kante stehen, da würde er gut stehen. Ansonsten, wenn wir die seitlich hinstellen, kriegen wir hier auch noch was hin. Ja, wenn wir das wirklich wollen, können wir auch die Straße da oben, man könnte die Straße dann auch noch wegnehmen. Also, es wäre noch möglich, viel Holz zu machen, aber ich glaube, der eine mit Strom sollte eigentlich reichen. Vor allen Dingen entlastet er hier oben die ganze Abteilung, die dafür da ist, das Ganze abzuholen. Die hier oben sind wahrscheinlich ein bisschen too much, aber es steht erstmal da, lassen wir stehen. Ja. Ja, Holz von hier können wir nicht holen, das ist schon mal klar. Jetzt gehen wir mal die Sache Schritt für Schritt durch. Bananen brauchen wir alles nicht. Dings wird hier extra verkauft. Da können wir auch drüben nichts anfangen. Das brauchen wir auch nicht. Rindfleisch. Rindfleisch wäre eine einzige Sache, die in eine Kategorie fallen würde von kann man mitnehmen, muss man nicht. Ich weiß jetzt nicht, war das für die Arbeiterhäuser? Könnte man theoretisch, ist dumm, aber. Es geht erstmal um die Theorie. Filz momentan am sinken. Das ist ja auch mal nicht schlecht. Sieht man auch nicht häufig. So, Zucker, Kakao, Atole, Dings, Dings. Gibt es eigentlich noch irgendein Gewürz, was die haben wollen? Ich glaube nicht. Wir haben alles genug. Eis gehört auch. Keine Hauptprio. Motorroller, keine Hauptprio. Nur der Talg hat eine Hauptprio, ansonsten keiner. Kalk könnte man Mindestbestand einfügen, muss man aber nicht, weil es egal ist. Dann könnte man noch Schwergeschütze hier transportieren, ist aber auch keine Hauptroute. Nichts, was wir von hier unbedingt brauchen. Einfach Kokosnuss, Zimt. Zimt brauchen wir hier. Brauchen wir drüben noch irgendwas? Das Kampferzeug glaube ich nicht, dass wir das brauchen, oder? Brauchen wir das hier für irgendwas? Beertische? Gehen wir nochmal durchgucken. Schneekugel. Ah! Ethanol lassen wir liefern. Zucker, Kirschholz. Hat null Prio. Als mir einmal jemand sagte, ihm gefalle meine Arbeit nicht, warf ich mich vor lauter Enttäuschung in ein Brennnesselfeld. Ja. Das ist aber traurig. Hier macht jeder eigentlich eine gute Arbeit. Ihr macht alle das, was ihr sollt. Ventilatoren. Gut. Hallo. Ihr drei werden nicht genügend Filme geliefert? Wollt ihr mich hier verarschen? Wie sieht's denn hier aus mit den Filmen? Keine Filmrollen. Hallo? Ja, hier sind auch keine Filmrollen eingeteilt. Ah. Aber das erklärt einiges. Sollten die hier mit rein? Vielleicht. Hätte man machen können. Da sind jetzt die Fußballer mit drauf. Ja, die Frage ist, ob Fußbälle oder was macht am meisten Sinn?
Die Fußbälle hat die momentan nur der eine drin, richtig? Nehmen wir den kurz raus. Wenn wir den dann durch die Filmrollen ersetzen, wo ist denn die Filmrolle? Zack, zack. Und dann übernimmst du das jetzt mit den Fußbällen. Wenn es sein muss. So, damit werden jetzt die Filmrollen produziert, da abgeliefert. Das sollte jetzt wieder hinkommen. Alles klar. Ist auch alles kein Problem. Das ist das neue Frachtschiff und das neue Frachtschiff kommt hier gleich wieder mit drauf und dann müssen wir nur noch finden. Wollen wir den auch auf 9 machen? Ja, Mehr ne? Druck im Kessel. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, da ist er ja. Kisten unter Deck. Die Menschen lassen sie hochleben. Das heißt, wir haben noch einen frei, ne? Einer ist noch. Einen haben wir noch. Auch noch Schiffe bauen? Ja, sicher, sicher. Verkaufen können wir die immer noch. Fußbälle. Die werden denn hier noch hergeliefert. Da muss natürlich wirklich nur einer mit rein. Wer bleibt noch? Wir haben noch einen Platz frei in unserer Riege. Ansonsten ist das so, wie es jetzt ist, eigentlich recht gut. Jetzt könnte man nochmal drüber nachdenken, wie viel Kaugummis Hohes wir letztendlich Risiko, brauchen. hohe Dividende. Und man könnte den erhöhen und sagen, okay, wir bauen vielleicht hier die Stadt noch aus. Dafür brauchen wir nicht unbedingt das Zelluloid, sondern wir brauchen ja nur, sprich, wenn wir hier die Hochhäuser haben, die Kaugummis. Obwohl wir ja hier ein Rathaus haben, was die Sache so ziemlich mit dem Kaugummi schon wieder revidiert. Ja, jetzt kommt also nur noch das Verhältnis drauf an. Wo sind unsere ganzen Billardtische? Weiß das einer? Keine Ahnung. Müssen wir suchen. Hat einer einen Billardtisch gesehen? Gehen wir mal kurz gucken. Ich weiß nicht, wo ich die untergebracht habe. Ich bin mir ziemlich sicher, die stehen hier auf der Insel. Eine sehr gewagte Angabe. Aber sie stimmt. Nähmaschinen, die sind erstmal alle voll, das ist schon mal gut. Die Geige sieht, die hat geil gearbeitet. Die Geige arbeitet, sagt er. Ja, ist aber am Steigen. Kontinuierlich, immer im Vorwärtsgang. Ja, komm, was soll's. Nochmal alles retour. Also, ja, das muss alles in Ordnung haben, sonst macht das hier doch alles gar keinen Sinn. Wenn wir jetzt die Kaugummis finden, wird es auch schneller gehen, aber ich kann gerade nicht schneller. Wo sind meine Kaugummis? Genau. Dann das Zelluloid. Dann. Bisschen wie Memory. Wo lag was? Dann der. Dann. Der Talg ist weit oben. Der Teil. Und jetzt kommen noch die Fußbälle. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Der Fußball. Zack, zack, zack. Warum haben wir das jetzt nochmal getauscht? Richtig. Vielleicht bringst du noch mehr Mann, es wird ja von hier Vorräte. geliefert. Und weil Filmrollen halt weniger gebraucht werden als Fußbälle, macht das schon Sinn, dass die hier dann nicht von hier abgeholt werden, sondern von oben. Und dann kriegen wir das jetzt hier alles schon gut hin. Ihr dürft hier übrigens Meine Fußbälle Frau und die nutzen. Kleinen haben sich schon ewig nicht mehr beschwert. Die Ernte fährt ein. Ja, wäre ganz schön, wenn ihr noch Seife kriegt. Und Mehl bei Gelegenheit. Unübertroffen.
Das sind nur die Arbeiter, die Fußbälle haben wollen, ne? So viele Gleichgesinnte sehen. Alles klar. So, auf geht's. Die Route muss bemannt werden. Was meint ihr, wie viele müssen darauf? Spontan hätte ich jetzt gesagt 6. Stehen hier keine 9, deswegen. Wir brauchen noch Schiffe. So. Alles klar. Muss auch vom Namen stimmen. Kaugummi-Route Kautschuk. Ja, weiß ich nicht, warum Route hört sich immer so dämlich an. Ja, komm, was soll's. Es geht nur darum, dass ich es bearbeitet habe, dass ich sehe, das ist fertig, das ist fertig, das ist fertig, das ist fertig. Passt da eine Route? Ja! Aha. Alles durchgucken. Alles bestens, alles primstens. Das ist schön. Jetzt gehen wir nochmal in die neue Welt. Wieso wurde der beschossen? Ich würde sagen, lad alles aus, fahr nach Haus. Irgendwer wird hier immer beschossen. Ich sag euch, Freunde der Sonne. Hinten, glaube ich, steht doch einer, ne? Wir würden die Waffen. Da können wir ihn auch dahin stellen. Obwohl da eigentlich auch einer steht, aber da muss er nicht unbedingt stehen. Verteilen wir ihn hier ein bisschen in dem Gebiet. Hauptsache, die kommen hier nicht durch. Das bisschen Haushalt macht sich von allein. Wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Ich kann es spüren. Ja, 52. Haben wir schon hier noch irgendwas, wo wir beim Maximal stehen? Ja, Lehmgruben sind eh auf 0. Das wäre jetzt schon mal ganz gut, wenn die mal ein bisschen was jetzt kriegen würden. Demnächst. Fruchtbarkeit, Mine, das ist alles erstmal akzeptabel. Da können wir noch einen dazuhauen. Müssen wir aber nicht. Ja. Das heißt, das ist durch. Damit ist der hier wieder überflüssig, aber irgendwie natürlich noch nicht, weil da das Ethanol noch mit drauf ist. Solange das Ethanol damit fährt, kommen wir bei der ganzen Sache nicht gut weg. Das ist momentan der Kohlelieferant, der aus der Weltstadt die Kohle mitbringt. Und zwar jede Menge. Den würde ich ungern anfassen. Wer bist du eigentlich? Wo fährst du eigentlich lang? Achso, das ist die Enbeser-Abteilung, die hier Holz und Dings vorbeibringt. Braucht ihr eigentlich noch Holz? Eigentlich brauchen die gar kein Holz mehr. Doch ich bin ziemlich sicher, dass die kein Holz mehr brauchen. Wofür brauchen die denn Baumwolle? Weil das mit dem Holz haben wir doch hier getauscht, oder nicht? Ja, haben wir.
Das heißt, der ist eigentlich total unnötig, aber der darf erstmal bleiben, weil er halt da ist. Das heißt, das ist hier noch die Zusatzroute. Die ist zurzeit noch nicht eingeteilt. Das ist in Ordnung. Und das ist die andere Route. Das ist die Route, die eben halt die neue Welt noch versorgt. Den könnten wir jetzt erstmal komplett kappen. Dann nehmen wir ihm die komplett raus. Nehmen von hier aus erstmal das Ethanol mit. Ist gerade angekommen. Und läden es da drüben aus, genau. Alles klar, dann nehmen wir das jetzt so mit. Schiff vom Stapel gelaufen. Kisten unter Deck. Na gut, alles ist voll. Gut, wunderbar. Die sind ja alle voll. Das ist gerade schlecht. Aber das macht nichts. Hört sich so an, als wenn die gerade in der neuen Welt rumstehen, ne? Aber zumindest dort. Ah, du fährst auf jeden Fall jetzt aus. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Dann. Verdammt, ich bin da komplett. Ich klicke auf Schiff. Sehr gute Idee. Kommt mal alle hier wieder ran. Du kannst das Kupfer auch hier ausladen, überhaupt kein Problem. Wie läuft's denn hier so? Hört euch erstmal an, dass die hier gut unterwegs sind. Gut. Gut. Also ich merkt heute, ich bin da ordentlich konzentriert dran. Ich will das auch, ja, soweit es geht, jetzt erstmal fertig haben. Wir sind ja auch schon relativ nah dran. Das ist die Alpaka-Dings. Die wird auch nicht mehr geändert. Die kommt in den neuen Handel-Dings mit rein. Neue Welthandel. Damit ist die da auch mit untergebracht. Ganz locker, ganz flockig funktioniert. Das ist noch irgendeine Route von da. Es fehlt uns also nur noch diese Route und diese Route. Die ist zurzeit nur zusätzlich, die darf aber auch sein. Und das ist die für drüben. Das sind die beiden, die momentan für drüben sind. Das könnten wir, wenn wir das gut angehen, jetzt mit dem Baumwolle, könnten wir ein Schiff draus machen. Weil Holz muss nicht mehr geliefert werden. Wofür brauchen die Baumwolle? Das ist jetzt gerade meine ernsthafteste Frage. Dann könnten wir die beide zusammenfassen und ein Schiff fahren lassen. Eins der schnellen. Eins der guten. Kriegen sie ein gutes Schiff. Ein gutes Schiff und eine Route. Wenn ich jetzt rausfinde, wofür die nochmal Baumwolle brauchen. Weil mir fällt es gerade echt nicht ein. Ich weiß nicht, wozu die Baumwolle brauchen. Brauchen die das allgemein für die Leute? Ja, das jetzt macht Sinn. Also man könnte theoretisch darauf verzichten, muss man aber nicht. Die Frage ist natürlich, ob wir überhaupt Baumwolle da haben. Auf Cap Trelawney, ist da noch Baumwolle oder ist das hier, war das hier nur so eine Dekofahrt? Haben wir Baumwolle? Sieht eine Baumwolle? Haben wir irgendwo Baumwolle? Baumwolle? Hallo? Ja, Baumwolle haben wir da. Aber das würde nicht reichen. Ja. Das würde nicht reichen. Auch wenn das Schiff schnell genug ist. Unter Umständen. Hat er den Lehm gebracht oder hat er den Lehm geholt? Den Lehm hat er geholt. Hat er das? So, du hast jetzt Feierabend. Wieder eine Route weniger.
Besaurote, du gehst da jetzt schon mal raus. Scheißegal. So, was war das jetzt? Baumwolle. Und zusätzlich Ihr holen wir Schiff ist von der dort Überfahrt zurückgekehrt. Noch Lehm ab. Bring den hin. Und dafür kriegt er jetzt einen der richtig guten. Der richtig Holz vor der Hütte haben. Die richtig schnellen Handelsfrachter. Da könnte man sich aber überlegen, ob man den nochmal umbaut. Das kann man sich jetzt nochmal überlegen. Extra zum Entbeser-Frachter gemacht. Entbeser-Frachter. Wenn wir den nehmen, hat der Frachtverlangsamung minus 100%. Hat eine super Geschwindigkeit. Er hat die Verladegeschwindigkeit und... Übrigens, das ist schon... Der ist halt schon der Geilste, ne? Das muss man echt mal schon so sagen. Oder die Geilste. Den man in dem Moment... Das ist nochmal Geschwindigkeit. Und wenn wir Dings noch mit dazu packen, haben wir nochmal 20% mehr Geschwindigkeit. Frage ist, ob wir die Turbine nehmen. Dann haben wir noch eine Schadensverlangsamung mit drin. Aber so vom Prinzip her, wir haben keinen legendären mehr, ne? Ja, wir könnten ja, Schaden an Schiffen, das überhaupt keinen Sinn macht. Aber hey, aktive Heilung. Das macht ja nur Sinn mit ihr. Alles andere wäre ja Quark. Das andere ist Unsinn. Frachtverlangsamung minus 100%. Das heißt, mehr geht nicht. Hier haben wir die Geschwindigkeit, also wir die Wartungskosten auf 0. Das ist gut. Das Ding nichts kostet. Ja, ob wir wollen oder nicht. Wir nehmen den. Das ist der Beser-Frachter, der zusätzlich 60% mehr Geschwindigkeit hat. Dann leg mal los, Junge. Du musst ja richtig abgehen. Mal gucken, du müsstest recht schnell an- und ablegen. Und dann holst du noch Leben von drüben. Sag mal los, wir wollen jetzt alle mal sehen, wie du hier startest. Ich will jetzt mal sehen, wie viel Geschwindigkeit der so drauf hat. Wer bist du? Na? Ja. Hat ein gutes Tempo. Ist der andere jetzt in den Weser angekommen? Ja, das ist gut. Wer sind Sie denn? Achso, du bist der. Achso. Dann, nimm doch mal allen Lehm mit, den du da so hast. Es würde mich wirklich ärgern. Sag mal, will ich dir Lehm nicht? Willst du mich verarschen? Verarscht mich, guck doch mal. Dann sollte doch darauf klicken, aber okay. Wir machen alle Feder. Hier willst du noch Baumwolle abliefern, wenn du die schon mal dabei hast. Sollte das mit der Baumwolle nicht funktionieren, gucken wir mal, ne? Auf nach Hause. Du machst hier den Wachposten. Jetzt kriegt ihr auch noch Baumwolle. Das ist doch schön. Damit haben wir das auch nochmal reduziert. Das heißt, das ist die Verkaufsroute. Wir gehen mal rüber. Das ist die Verkaufsroute von den Rohstoffen. Das ist momentan die Rohstoffroute, die rüber transportiert. Und das ist noch die Route, die drüben noch hin ist. Wen habe ich jetzt hier noch vergessen? Wer ist jetzt noch in der Hauptversorgung nicht mit drin? Ja, die letzte, die Kaugummi-Route. Die muss jetzt noch zur Hauptinsel geführt werden. Ansonsten haben wir es, richtig? Der Rum ist da, Zucker, Dings, Bums, Dings, Dings, Dings. Und dafür müssen wir nicht mal... Wir übernehmen die Route 1 zu 1 und lassen die darüber fahren. Vom Stapel gelaufen. Ja. Naja.
Eins zu eins. Nur eben statt mit sechs Stiften, nur mit vier. Maximal. Müssten eigentlich sogar drei reichen. Gut, alles klar. Das Ganze kopieren, rüber und dann mal Feierabend. Fährst von hier nach da. Können wir die kopieren? Bestimmt nicht, oder? Ne, das wäre zu einfach. Also von hier nach da. Noch einmal suchen am heutigen Tage. Noch einmal suchen. Noch einmal. Da, 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 da. Nicht den Kautschuk nehmen. Da, 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 da. Wenn wir heute noch alles finden, wäre das echt noch wunderbar. Und da, 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 da. Wir hatten zweimal Kautschuk drin, ne? Hatten wir? Ja, hatten wir. Dann hatten wir Salpeter, da geht er, ne? Ich vertue mich jetzt. Dann ganz nach oben. Und dann die Fußbälle. Bali, Bali, Bali. Ich war noch nie auf Bali. So, das ist jetzt. Den Namen weiß ich jetzt auch nicht, ist jetzt auch egal. Gehst in die Hauptversorgung mit rein. Und kriegst jetzt vier Schiffe. Oh Mann, das dürfte eng werden. Die Waffenruhe wurde beendet. Neue Befehle? Du bist ja der von der Arktis und ihr fahrt natürlich beide gleichzeitig hier lang. Frachtschiff steht bereit. Ihr seid das von der Dings. Ihr habt alle noch keinen Namen. Da bin ich mir noch nicht sicher, wie ich das aufteile. Na gut. Neue Befehle? Schöne Kupfer über Bord geworfen. Wenn ich es gerade versucht habe auszuladen und das voll ist, dann brauche ich das nicht nochmal probieren, weil das macht alles keinen Sinn. Guter Roland, wieder was gelernt. Mehr Druck im Kessel. Ja, alles nochmal für die Symmetrie, dass das auch alles ordentlich gleichmäßig angezeigt wird. Es gibt nichts Schöneres, als wenn alles gleichmäßig. Ja, das ist fürs Auge und ja, für das periphere Sehen, sage ich auch. Weil den Unterschied merkt er. Ja, wenn er. Also, man übersieht es, aber man merkt es trotzdem. Das ist immer dieser Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Wenn diese Abteilung nicht in derselben Reihenfolge ist. Ja. Man klickt hier ein Schiff an. Ja, und sieht. Oder achtet da erstmal nicht drauf, weil. Warum auch? Im ersten Moment fällt es nicht auf, ne? Weil es ist nur ein Teil, was anders ist. Aber das hat halt's in sich. So, vier Leute ohne Namensänderung erstmal rauf auf die Route. So. Eins, Nicht allzu zwei. viele Änderungen, hoffe ich. Verdammt. Drei, vier und los geht's. Machen wir noch die Zeitung. So viel Zeit ist immer. Batz. Stellen wir hier noch den Mindestbestand ein, damit das hier ja nicht schief geht mit den Fußbällen. Wo haben wir sie? Noch einmal suchen am Tag und dann ist aber auch Schluss hier. Reichen 100? Ja, 103 Dicke. So wie die Konto geliefert bereit. werden. Jetzt machen wir das noch wieder heil. Und dann gucken wir uns die ganze Sache nochmal an. Also. Der ist momentan noch zusätzlich, da wird noch geguckt. Da überlege ich noch einen rauszunehmen, damit wir vielleicht die Dings noch hin und her kriegen. Die, na, sag mal schnell, die Motorroller. Ja, die ist noch zusätzlich, die gehört aber noch mit dazu. Im Prinzip ist es erstmal fertig.
Ja, das wird geliefert, das wird geliefert. Ja, das wird geliefert und die anderen sind alle nur noch zusätzlich. Die Hauptversorgung an sich steht, wenn ich nicht irgendwo eine Kleinigkeit vergessen habe. Aber so vom Prinzip her bin ich erstmal sehr zufrieden. Ja, das funktioniert, das läuft. Hoffentlich. Ja, alles tutti frutti. Wir haben es erstmal eingeteilt. Hier sind die Ölrouten und Gas und Dings drin. Erstmal, wir haben sehr viel jetzt sortiert die letzten Tage und ich bin zufrieden, dass wir jetzt durch sind. Ja. Schön. Wir hören wieder hier mit dem Bild auf, wenn hier die Schiffe Befehle? fahren. Einfach schön. Ja, ich liebe diesen Hafen. Einfach nur, weil wir hier genau alle Schiffe anlegen und wegfahren. Freihand.